An dem Tag ging es für mich eine Woche nach London und dafür habe ich erstmal Proviant eingepackt. Ich hatte hier noch so Bananenmuffins gebacken und dann noch so ein halbes Bananenbrot. Das habe ich erstmal mitgenommen. Dann hatte ich außerdem noch so ein bisschen Obst zu Hause. Ich hatte hier noch zwei Naschi-Birnen, die ich mitgenommen habe und dann noch diese Bananen. Die habe ich dann unterwegs direkt gegessen. Und die Muffins habe ich dann im Büro gegessen und die Naschi-Birnen auch. War super lecker. Dann habe ich mir im Supermarkt Crumpets geholt und habe die mit Marmelade gegessen. Ich liebe diese Teile, sind so lecker. Danach habe ich dann erstmal in der Unterkunft eingecheckt und habe ein bisschen Bananenbrot mit Marmelade gegessen. Dann war ich kurz einkaufen, habe das alles verräumt und habe angefangen, was zu kochen. Dafür habe ich erstmal die Kartoffeln klein geschnippelt und habe sie dann gekocht. Dann habe ich hier noch Paprika in den Topf gemacht und dann noch Pilze. Und habe die auch einfach köcheln lassen mit ein bisschen Salz. Danach habe ich mir dann noch ein bisschen was zu essen vorbereitet für den nächsten Tag. Ich hatte noch so Gnocchis mitgenommen und dann habe ich mir noch eine Tomatensauce dazu gekauft und habe das einfach da zusammen gekocht. Dann war mein Essen auch schon fertig. Ich habe dazu noch so eine Gravy-Soße gemacht und es hat alles zusammen mega lecker geschmeckt. Yummy!